darf die Nürn heute im Namen der Freiwilligen Feuerwehr Sprinzig am Festgelände der Firma Dannenbauer recht herzlich begrüßen. Ich möchte im Namen der Bürgerschaft ganz herzlich den ersten Parteien begrüßen. Ein herzliches Grüßwort auch von meiner Seite. Ich darf da jetzt fortfahren. Wir haben uns dann überlegt, was wir mit der Veranstaltung eigentlich übermitteln wollen und vermitteln wollen. Uns Bäuerinnen und Bauern ist es ganz, ganz wichtig, mit dieser Veranstaltung ein bisschen realistischeres Bild der Landwirtschaft zu vermitteln. Bleiben Sie bei mir, rennen Sie mal nicht davon. Darf ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Gefällt Ihnen das dargebotene Programm, was wir heute für Ihnen haben? Super, bin noch nicht lange da, aber wollte mal schauen, ja. Sehr schön. Ich habe jetzt unseren Herrn Bürgermeister vor der Kamera. Franz, du bist unser Bürgermeister und als Bezirksbauernkammerobmann. Was hat dich bewegt, diese Hofreis zu unterstützen? Ja, was hat mich bewegt? Ich glaube, die Hofreis zu unterstützen ist eine ganz tolle Sache, weil es uns ganz besonders wichtig ist, den Konsument, die Öffentlichkeit zu informieren, was die Bauernschaft, was einfach alles geleistet wird, wie die Bauern produzieren, welche Lebensmittel das wir machen, diese Zusammenhänge der Lebensmittelproduktion, der Landschaftserhaltung und doch dem auch Brauchtum und Kultur zu vermitteln. Das war uns ganz besonders wichtig. Ganz kleiner Bub. Wir haben 1957 einen Traktor gekriegt und vorher, ne, ich bin 45er Jahrgang, sind wir natürlich mit den Maschinen noch gefahren. Ich bin selber noch gefahren mit so einem. Von der EU zu Österreich. Wir haben da einen ganzen Tisch mit österreichischen Produkten. Lauter tolle Produkte, die sie die Konkurrenz nicht scheuen brauchen. Aber Erika, woran erkenne ich die jetzt? Die erkennst du an den Siegeln. Und es gibt einen sehr großen Siegeldschungel. Und dass wir das ein bisschen runterreduzieren, haben wir es auf ein paar Sachen beschränkt, wo ihr dann wirklich wisst, dass das typisch österreichisches ist. Das Typischste ist das AMA-Gütesiegel. Und das AMA-Gütesiegel sagt aus, dieses, da ist, das ist aus Österreich.
hoffe, wir konnten Ihnen einen interessanten Einblick in das Leben der Landwirtschaft geben und es hat Ihnen gefallen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.